Ich habe einen Kleriker genommen zum Heilen. Okay. Aber die haben jetzt irgendwie das so ein bisschen gepatcht, wie ich das gesehen habe. Also, kannst jetzt anscheinend in der Free-to-Play-Version ein bisschen mehr machen. Weißt du nicht genau was oder wie, aber es geht auf jeden Fall. Ich habe irgendwie in Discord gelesen, dass sie sich da eigentlich alle beschwert haben, dass es jetzt irgendwie noch mehr Pay-to-Win ist. Wieso ist ein Petro? Naja, es gibt halt Rüstung und sowas. Die halt Kann man irgendwie sich das Coins Stats kaufen? gibt. Vielleicht Geld? Naja, halt die Buy-to-Play-Version halt ist halt besser. In dem Sinne. Also du kannst halt einfach viel mehr machen. Also, Aber ja. da, die Wenn sich die Leute Ausrede. stört, dann können die ja Geld zahlen, keine Ahnung. Die Ausrede, die sie halt gebracht haben, ist halt so nach dem Motto, ja, aber in der Free-to-Play-Version sind halt die ganzen Hacker und in der Buy-to-Play-Version sind halt die ganzen Leute, die halt eher nicht hacken. Und ich denke mir so, okay, aber warum bringt ihr das Spiel überhaupt als Free-to-Play-Version raus? Warte mal, ist da noch einer? Ja, okay. Ja. Oh, Alter. Ey, das kann's nicht sein. Bin unsichtbar, du siehst mich nicht. Oh, hier ist noch Boah. einer. Gott, Junge. So, warte. Ich bin mal kurz in Wie. Okay. So. Ey, what the fuck, wie denn doch in seinen Schild abdrehen? WL, brennst du den nächsten an? Warum gehst du weiter? Weil er gespawnt ist. Mein Gott. Okay. Den einen schaffst du Warte, doch, oder nicht? ich gehe hinter den. Ich Ja, ich bin stelle beschissener dich. Schurke, also. Hä, hey, wo? Oh mein Gott. Ist da noch einer? Oh, Ja, Hilfe. noch einer. Oh, warte, der ist noch gar nicht tot. Vor allem die Scheiße. So, der nächste kommt. Tank den mal. Nice. Warte. Alter, ach komm, ey. Junge, wie schnell bin ich denn tot, ey? Ah, übrigens, du kannst dich wieder heilen, wenn du dich hinsetzt. Ja, hätte mir jetzt eh nichts gebracht, aber ich hatte fast kein Leben mehr. Vielleicht schaffe ich dich wieder zu beleben. Oh, der hat richtig geile Schuhe. Hast du als Krieger nicht irgendwie Dings, Alter? Oder hast du nicht irgendwie Fähigkeit, die irgendwie Gegner an dich ranzieht, also tauntet? Nein. Bist du? Aha, Seelenherz. Okay, und wo musst du das Seelenherz hinbringen? An so ein Altar. Mhm. Also es ist halt allgemein komisch, warum bringen die das als Free-to-Play-Version raus? Das ist halt Quatsch. Kannst auch einfach anbieten, das Spiel für 30 Euro oder wie viel auch immer, oder 25. Und dann einfach eine Demo rausbringen. Weil so verwirrt das halt die Leute. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ein Spiel als Free-to-Play-Spiel rausbringen. Dann denken die Leute, okay, das Spiel ist Free-to-Play. Dann gehen die ins Spiel rein und sehen, aha, okay, da muss man irgendeine behinderte Währung ausgeben, um das Spiel vollständig zu machen. Das ist Quatsch. Das hat man vor über 10 Jahren so gemacht. Das macht aber kein Spiel mehr heutzutage so, weil das halt scheiße ist. Ach, hier kann ich sie sogar wiederbeleben. So, ist schon, okay. Equip your ally soul heart in your hands. Achso. Habt ihr das vorher nie geschafft, oder was? Zu diesem Altar? Bis jetzt kam es noch nie dazu, dass wir jemanden wiederbeleben mussten. Oder, also wir mussten Weil schon. Wir mussten schon, aber. ihr einfach instant Ja. immer gestorben seid. Ja. Meistens, wenn einer gestorben ist, sind die anderen auch direkt hinterher. Oh, nice.
Muss ich jetzt Table Dance machen, um meine Rüstung wieder zu kriegen, oder wie ist das? Aha, okay, mit G setze ich mich hin und jetzt kriege ich Leben dazu, oder was? Heilige Scheiße, dauert das ewig. Guck mal, meine Rüstung. Ich hab die nicht, die liegt noch hinten. Hä? Du hast die doch vorne abgehoben. Nein, ich hab nur deine Seele genommen. Ich hab nur deine Seele genommen. Ja, dann hol die mal, ich muss mich eh gerade hinsetzen wegen Heilen. Dauert ewig. Kann ich ja über die Kisten. Das ist Problem wie du eigentlich. Naja, dann machen wir die ganzen Kisten auf. Aber hier ist eh bessere Rüstung. Ja, kann ich gleich aufheben. Ich muss ja eh chillen erstmal. Setz mich neben dich. Vielleicht kommt hier so ein fucking Alien von der Decke. Ich hoffe, hier kommt gleich kein Spieler aus der Tür raus. Na gut, so viel haben wir jetzt bisher nicht eingesammelt, dass das jetzt irgendwie schlimm wäre. Ich habe schon coole Sachen. Ja. Ich habe geilen Torso. Und was ist diese coole Schuhe? Was ist diese Zeit, die über der Minimap ist, die abläuft? Das heißt, in dieser Zeit müssen wir raus, oder? In der Zeit müssen wir raus. Wenn der Timer bei einer Minute ankommt, dann bekommen wir langsam Schaden. Fuck, ey. Und ja, eigentlich wenn der Timer bei 1 ist und wir noch nicht bei einem Ausgang waren, dann haben wir eigentlich eh verkackt. Weil die meisten Leute haben dann die normalen Ausgänge schon genommen und ja, der Hauptausgang, sag ich mal, der ist, ja. Und die Rüstung, die man zum Beispiel jetzt nicht brauchen würde, kann man die dann irgendwie handeln oder so? Kannst du verkaufen, ja. Okay, also ist schon sinnvoll, die dann mitzunehmen, die man auch nicht braucht unbedingt. Ja. Hier ist ein Schild, ne, hast du schon genommen? Es gibt auch Schmuck und so, aber irgendwie habe ich noch nicht gecheckt, bei wem man den verkaufen kann. Ich habe eine Armbrust genommen. Nice. Das ist das Ding, aber... Ja, wo soll jetzt meine Rüstung liegen? Am anderen Ende des Turms. Da, wo du geschoben bist. Ja, wo ich sehe es. Ich bin jetzt nicht irgendwo. Ich dachte, ich bin da irgendwo in der Ecke gestorben. Aber anscheinend hier nicht. Na, bei so einem Altar bist du da gestorben. Ja. Aber ich brauche meinen zweiten durch. Wäre schon super. 14, 5, 5, 3, 3. Okay. Ja, aber jetzt habe ich halt nur die Armbrust oder einen Dolch. Und meinen zweiten Dolch habe ich nicht. Hier liegt sie doch. Ja, wo? Hier. Nee, da liegt doch nichts. Doch, das bist du. Hä? Ach so, hier meinst du. Okay. Nee. Nee, bei mir liegst du ein bisschen weiter drüben. Du meinst ein Skelett? Nee, ich meine deine Leiche. Ja, ich wusste ja nicht, dass die Leiche jetzt trotzdem auch hier oben liegt, aber... Egal, hier ist noch eine Fackel. Sieh ich bei dir die Leiche? Ja, bei mir liegt die hier. Geht auch okay, frischer, bei mir oder? Liegt die hier. Ja, egal, scheiß drauf. Wurfmesser kann ich auch noch klauen. 15, okay, gut. So, jetzt habe ich... Warte mal, wie kann ich das machen? So hier, ne? Ja, genau. Willst du den hier hinsetzen? Zwei Dolche habe und in zwei habe ich meine Armbrust. Okay. Ja, ich kann mich hinsetzen. Nee. Ja. Ja. Heilst du dich denn noch? Ja. Ich habe noch ein bisschen Heilung übrig. Das geht ja nur, denke ich mal, bis... Bis zum Roten. Genau. Ja. Ich muss mich jetzt nur noch kurz heilen und dann mal los.
So, okay. Let's go, wir haben eh nicht mehr viel Zeit, ne? Also eigentlich müssen wir schon jetzt Ausgang suchen. Gefühlt. Ich mach mal die Tür zu, ne? Mhm. Fuck, pass auf, das ist ein Falle. Was? Oh mein Gott. Warte. Ach, eine Geheimtür? Mhm. Okay, cool. Oh, was ist das? Ein Gifttyp? Ja. Du darfst in die Fallen treten. Ich... Digga, Junge. Was ist hier? Ist hier noch ein Geheimgang? Hier. Hebel aktivieren. Gut, aber das läuft jetzt im Kreis. Ja. Naja, da ist aber die scheiß Falle, also scheiß drauf. Hier ist noch eine Tür. Hä, wo? Hier. Ja, warte mal, hast du die Viecher überhaupt geplündert? Die haben ja auch Sachen. Ja. Hä? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab den gar nicht gesehen. Warte, ich aktiviere meine Dinge und dann kann ich. Kann nicht sein. Okay, tot. Das Vieh kann ich ja mit der Armbrust abknallen. Wo ist denn das? Ich sehe es nicht. Links. Aha, okay, ich konnte das jetzt eh nicht angreifen. Wie kann ich meine Fackel jetzt in die Hand? Ah, ne, hier drei, ne? Ah, okay, naja, das ist unentspannter. Ist auf jeden Fall, ne? Ja, hab's gesehen, hab's gesehen. Hier ist noch ein Skelett. Oh, man sieht ja aber warte, gar nichts. Warte, ich mach Dings an. Ich mach Dings, ich mach die Fackel an. Hm. Warte, ich komm hinter den. Nice. Und der 13, 5, 3. Ne, ich hab das ja schon, aber ist egal, ich nehm die. Was ist das? Armspange. Hier ist ein Dagger für dich. Schmaler Armreif. Warum kann ich die Armreife nicht annehmen? Ich kann die nicht ausrüsten, aha. Oh ja, das hört sich gut an. Pavese. Was zum Fick ist eine Pavese? Das ist, wie ein... das ist so ein Standschild, den du aufstellst. Ein Standschild? Aha. Mhm. War hier noch irgendwas? Ach, Wurfmesser. Nee. Ja, Wurfmesser nehme ich, ja. Mal, die packe ich mal. Kann ich die? Ja, ne, ich kann die. Egal, passt. Achso, ja, hinsetzen. Naja, wir haben nur eine Zeit. Ja, das meine ich ja. Hinsetzen wird zwar schön, aber viel Zeit haben wir nicht. Lass versuchen, einen Ausgang zu finden, ne, weil wir haben echt null Zeit. Ja, der ist über uns. Naja, dann lass da hin. Da kann aber nur einer raus. Ja, dann ist das halt so. Hinter uns ist ein Skelett. Egal, lauf einfach zu dem Ausgang. Ist das der hier oder was? Ist das ein Ausgang? Naja, dann geh rein. Keine Ahnung. Ich versuche einen anderen zu finden. Mach die noch tot. Hinter dir ist einer. Also nicht hinter dir, sondern. Hä? Hier ist ein. Ach so. Bogenschütze. Vor mir nennt sich das ja. Ja, der war rechts von dir. Ah, noch. Ja, okay, ich bin RIP. Geh einfach auch zum Ausgang. So, Ausgang zur Lobby. Passt. Unlucky. Das finde ich aber auch irgendwie den Sinn irgendwie ganz komisch. Also, hä? Warum sollte man zusammenspielen, wenn die ganzen Ausgänge nur für eine Person sind? Also, hä? Ja. Bisschen weird. Bei den ganzen Händlern die Quests angenommen. Mhm. Hm? Was ist diese Abenteuerhalle? Keine Ahnung. Ist das einfach ein Mitspieler zum. Damit man Mitspieler finden kann oder so? Wenn ich das verstanden habe. So, machst du nächstes oder
Ja, das ist gut.